Hallo, ich grüße euch. Schön hier in Facebook. Ist einfacher. Ich kann einfach auf Sendung gehen und dann die Leute schauen sich dann bequem, wenn sie Zeit haben und Lust haben. So, ich brauche nicht E-Mail zu schreiben und alles zu machen. Freue ich mich sehr. So, das Thema heute. Also was sich die letzten Tage weiterentwickelt hat und weiterentwickelt hat, ist die Wesenshygiene. Ne? Und Wesenshygiene ist für mich, haben wir immer vergessen. Das heißt, irgendwann haben wir geschaut und gesehen, weil so viele Sachen passieren, so viele Impulse kommen, so viele Symptome kommen, oft Schwierigkeiten, Überraschungen kommen. Und viele haben gesagt, Mensch, ich bin jetzt so berühmt geworden, weil es mir schlecht gegangen ist, weil ich auf Rollstuhl war, weil ich dies oder jenes gehabt habe. Okay, in der Dualität lernen wir aus der Dualität heraus. Ne? Aber natürlich muss das sein. Und deswegen entwickelt sich bei mir so immer öfter diesen Wunsch nach Wesenshygiene. Wesenshygiene ist erstmal so entstanden, dass man Reinigungssätze gesagt hat. So was, ich reinige meine Angst, meine Ängste, Schuldgefühle, da. Negative Sätze, die ich gesagt habe, so, es war einfach auch wie ein Putzen. Und das haben wir gemacht, wenn irgendetwas sich gestaut hatte. Ne? Und jetzt immer mehr finde ich, dass die Kunst des Lebens einfach ist so. Die Hygiene des Körpers und die Hygiene deines Wesens täglich zu pflegen. Ne? So, das Wesen sage ich nicht, der Spirit sage ich nicht, die Seele. Wesen ist allgemein überall auf dieser Erde Wissen. Hallo Bettina. Wissen, dass alles ein Wesen ist. Eine Stadt ist ein Wesen, ein Berg ist ein Wesen, dein Auto. Das Lieblingsding der Deutschen, ein Auto, wird auch schön behandelt, ist auch ein Wesen. Die KI in alle Science-Fiction-Filme werden auch wichtig. So, ein Wald ist ein Wesen und deswegen Wesenshygiene. So, die Hygiene deines Wesens, deines Gesamtes. Ne? Und eben, und die letzten 20 Jahre kam diese Reinigungssätze oder diese Wesenshygiene auch immer, wenn irgendjemand etwas gehabt hat. Ne? Eben, und jetzt denke ich eigentlich, Luxus ist. Vorbeugen ist Prävention, nicht so die langweilige Prävention, ich mache jetzt einen Test, sondern für mich ist eine Kunst. Also die Wesenshygiene ist etwas, was nicht Arbeit ist, so wie ich das meine, ist das top, ist wunderschön, ist absolut göttlich. Ich mache ein Beispiel. Ne? So, du stehst morgen auf oder abends machst du das. Fühlst du deinen Körper und spürst du, wo ein Impuls du von deinem Körper jetzt kommt. Ne? Dann kriegst du mit, okay, linker Knie, du weißt noch nicht welches. Ne? Gut, dann entweder schaffst du es allein, wir machen das jetzt, wir beginnen jetzt. Mittwochabende, 21 Uhr, beginnen wir 8. August deinen Kurs, wo du gerne, ich mache den Link nachher unten drunter,
So, in der Gruppe bekommst du die Informationen, wenn du es allein nicht schaffst, dass dein linker Knie sagt dir jetzt, erledige jetzt diese Sachen. Weil dann wirst du, dein linker Knie, du willst hochspringen, du willst was machen. Das begrenzt deine Freude und irgendwann kommt dann einfach ein Symptom. Also dein linker Knie sagt zum Beispiel, mach jetzt endlich die Steuer fertig. Ne? So, das heißt, er gibt dir einen Impuls, nicht wegen der Steuer, vielleicht ist ein schlechter Beispiel, er gibt dir einen Impuls, öffne dein Wesen, damit du schön und ruhig dich, deinen Tag verbringen kannst. Ne? Okay. So, das heißt, du bekommst morgens jeden Tag einen Impuls, wo in deinem Körper eine Angst. Manche sagen, ich habe keine Ängste und plötzlich passiert. Ne? Sage ich auch oft, ich habe keine Ängste und dann kommen irgendwelche Sachen und bin ich einfach auch in der Falle. Oder ich habe keine Schuld, keine Schuldgefühl, kein nix. Okay, all diese Sachen. Oder ich habe keine negative Energien in mir. Oder kein Hass, oder. Aber, um zu vermeiden, dass eben Symptome kommen, würde ich dann auch jeden Tag sowas machen. So, am nächsten Tag, du kannst das entweder so machen, eben, dass du jeden Tag spürst, wir können das zusammen machen, zusammen üben, ab 8. August, oder du machst das allein, du fragst jeden Tag und du wirst jeden Tag einen Impuls bekommen, vom Körper, wenn du einfach in die Stille gehst und fühlst. Du bekommst immer eine Stelle im Körper, die mit dir spricht. Ne? Wenn du nicht denkst, zack. Und dann verstehen, was die Botschaft ist, was die Mitteilung. Und die Information, die du heute vom Körper bekommst, auch wenn du eine schwere Krankheit hast, wenn du heute mit den linken Knien Informationen bekommst, ist das der Weg zu schwerer Krankheit. Okay. Das heißt, diese Wesenshygiene, diese tägliche Reinigung ist möglich und wir werden das entwickeln und Protokolle machen, richtig mit Formulare, so dass du einfach, dass es einfacher ist. Werden wir das einfach in diese Formulare machen, ne? Bequem für dich. Also du kannst entweder jeden Tag spüren, einen Teil deines Körpers, oder du kannst nach bestimmten Emotionen gehen, wo ist eine Hassenergie, wo sind Hassenergien in meinem Körper. Ich sage euch, es ist alles schön. Wo ist Wut? Ich habe keine Wut. Ich habe keine Wut. Ne? Es ist schön, jede Wut ist eine wunderbare gespeicherte Energie. Es ist Energie, das ist Kraftstoff, nenn es wie du willst. Und du wirst dich wundern, wo wir unsere Wutgruppen gemacht haben. Hallo Dianpria, Giovanna, ciao Giovanna. Du wirst sehen, dass du hier und da und da und da eine Wut spürst, eine erste Wut. Ne? Du bekommst auch den Satz mit der Wut. Und dann bekommst du auch die Kehrseite. Und dann lernst du spielend zu transformieren, dass all diese Sachen, die in unserem Körper gespeichert sind,
alle Geschenke sind. Es gibt nichts Negatives. Und ja, und das, also das würde ich gerne, dass wir das gemeinsam machen, dass wir das gemeinsam forschen, dass wir Methodik entwickeln, dass wir Werkzeug lernen. Manchmal ist es ganz wichtig, auf die Idee zu kommen, was zu machen. Und da wir nicht gewohnt sind, den Körper zu lesen, oder so irgendwie schon, aber wenn ich sage, jetzt fühle, dein Körper spricht jetzt zu dir ständig. Das Internet findet in unser Körper statt. Ne? Das heißt, diesen Luxus, auf die eigene, auf den Körper zu hören, der dein Meister ist, der die Seele ist, der dein Wesen ist, wo Millionen von Jahren gespeichert sind, ist auf jeden Fall das Beste, weil das Denken, was wir denken, ist immer irgendetwas, was rumschwirrt, was man gelesen hat oder was der andere gesagt hat. Okay. Also ihr könnt gerne Fragen stellen, ihr könnt gerne grüßen, freut mich sehr. Juhu. Okay, das heißt, stellt ihr vor, so ein Gesundheitssystem, wo Prävention die Grundlage ist. So ist es eigentlich Sport. Stellt ihr vor, Wesenshygiene in der Schule, in der ersten Klasse. Anstatt dass die Kinder sich das immer mitnehmen, diese Erfahrung. Hallo Silvian, grüß dich. Stellt dir vor, das Kind in der ersten Klasse nimmt diese Spannung nicht 40 Jahre lang mit sich, sondern wird gelesen, Wesenshygiene, liebe Kinder, was spürst du, wo spürst du jetzt in deinem Körper eine Botschaft? Und das Kind sagt, ja, hier, die lernen das zu spüren, das ist Intelligenz, das ist höchste Intelligenz, ne? Ich spüre das. Okay, was sagt er das? Du kannst deinen Mut entwickeln. Du kannst mutiger werden. Das Kind, ja, ja, ich möchte das. Ja, in dieser Situation habe ich einfach auch eine Angst gehabt. Habe ich mich zurückgehalten und, und. Und diese Sache trägt man nicht 40 Jahre, 60 Jahre mit sich. So, Wesenshygiene als Kultur, dass man den Körper regelmäßig reinigt und wahrnimmt, so dass sich einfach auch nichts sammelt. Keine Symptome kommen, keine Krankheiten, keine Probleme. Ne? Und eben, stellt ihr vor, das machen viele sowieso. Man hat früher Gymnastik gemacht oder ein Gebet oder. Ich lerne es, das sehr intelligent zu machen, richtig gezielt. Die Realität, die Materie, Körper, sagt es dir, was richtig ist und was perfekt ist. Und wenn du das gemacht hast, wird sich die Materie, Körper verändern, entspannen, transformieren und. Also ist absolute Wissenschaft, Natur. Alles braucht man nicht mal nachzuweisen, weil das spürt man selber. Die Informationen sind immer sehr interessant. Also in alle Betriebe hat man, oder in Japan Tai Chi oder so, oder irgendein Ritus, stellt ja vor, in den Betrieben wird auch so gearbeitet, spüre deinen Körper, welche Stelle du im Körper eine Botschaft heute bekommst, einen Impuls, lerne es zu spüren, dann machen wir jetzt ein paar Übungen, nicht alle das gleiche, Meditation oder Übung, sondern individuell. Jeder guckt sich seine Sache an. Natürlich, es ist so, dass ich schätze, nach ein bisschen, vielleicht ein paar Jahre, wird dann niemand mehr krank. Ne? Und so, wir wissen, dass vor 7000 Jahren in China der Arzt wurde
bezahlt, wenn niemand krank war. Sobald einer krank geworden ist, oh, da hast du nicht aufgepasst, da wurde sein Lohn gestrichen für den Monat, weil er nicht aufgepasst hat. Also Gesundheit 100% immer ist wichtig. Die Ampriya-Meditation in der Schule wäre auch wichtig. Absolut, ja. Eben, Meditation ist natürlich die Grundlage. Ne? Wir machen das jetzt immer erst eine Meditation und dann der Kurs. Hier können wir das schlecht machen, könnten wir. Aber mal gucken. So, das heißt, Wesenshygiene, einer der Fächer, wo man täglich, der wichtigste Fächer, den Körper spürt. Natürlich, man möchte eine individuelle Antwort haben. Ne? Alle Übungen sind gut, aber dann ein Kind, ja, ich habe einen Druck im Ohr. Ne? So, wenn man jetzt eine Übung macht, es ist schon, man entspannt sich, es ist ein bisschen besser, aber den Druck im Ohr hat das Kind dann nicht gelöst. Ne? Er hat nicht die genauen Informationen bekommen. Du überhörst deine Mutter, die dir wichtige Botschaft für dein Leben gibt. Nimmst du diese Botschaft und irgendwie wird dich glücklich machen. Also akzeptiere diesen Glück von dieser Liebesbotschaft von deiner Mutter, wo du bis jetzt ein bisschen... So, das heißt, individuelle Antworten, Wesenshygiene ist individuell und jedes Kind oder jeder Mitarbeiter oder jeder Familienmitglied bekommt genau die richtige Antwort oder wird ein Raum erschaffen, wo jeder gezielt und perfekt und klar, dass den Druck im Ohr ist was Schönes, weil sonst würde der Körper das jetzt nicht aufbauen. Ne? Und und am nächsten Tag kommt was anderes, das heißt, man wird aufmerksamer auf den Körper. Und ist schon wichtig, also Intuition, intuitive Intelligenz, haben wir das jetzt die letzten Male auch gesehen, in diese Finca, in dieses buddhistische Zentrum. Die Leute machen die Meditation, aber dann wollen sie individuelle Antworten haben. Und die individuellen Antworten sind in einem Fach möglich, in einer Spezialisierung, wo Leute da sind, die im Wesenshygiene sich auskennen und sagen können, helfen können, dem Kind, warum diese Schmerz im Ohr ist oder woher dieser Impuls kommt. Natürlich, Bewegung und Stille bringt einfach diese Sachen hoch. Aber dann, wenn man eben Sport macht, dann tut es irgendwo weh. Und dann bleibt ja einfach auch da stehen. Klar, jetzt weißt du, dass es da weh tut, aber was machst du damit? Steht nirgends geschrieben, woher das kommt, weil für dich ist es so, für jemand anderen ist es anders. Okay. Und deswegen einfach diese Forschung, Wesenshygiene, dass wir das eine Zeit lang machen, dass wir Erfahrungen machen. Ich lerne von dir, du lernst von ihm, dass wir ein System aufbauen und dass wir das dann in die Welt, herausbringen können. Als Lebenskultur, als Vorbeuge von Symptomen und Krankheit. Und ich garantiere wirklich, dass so wie ich das sehe, wenn ein Klassenzimmer mitmachen würde oder im Betrieb mitmachen würde, jeden Tag im Betrieb, eine Stunde vorher oder am Abend, die Mitarbeiter kommen zusammen, man kann eine Meditation machen und das ist gut, dann jeder bekommt seine Antwort, wenn er sie bekommt, aber nach der Meditation hat jeder eine individuelle Frage,
womit er normalerweise selten fertig wird. Ja, hier ist ein bisschen besser, aber ist immer noch etwas. Ne? Was mache ich dann? Ja, mache ich noch eine Übung, gehe ich zu dem und dem und funktioniert dann nicht. Also genaue, gezielte Antwort, das ist jetzt mein, was ich denke, dass die Menschen einfach auch brauchen. Ne? Und ich hatte vor 2 Tagen so in was gefunden von Plato, ne? Und der natürlich gesagt hat, finde ich wunderschön, es gibt Sklaven und freie Menschen. Für die Sklaven wartet man, bis die Symptome kommen, und dann werden die Symptome repariert, damit die Sklaven schnell wieder arbeiten können. Ne? So, für die freie Menschen oder für die intelligente Menschen ist ein Symptom nur eine Botschaft von das, was man zurückhält oder nicht tut, was Gutes. Und dann wird das natürlich dann ganzheitlich gesehen. Ganzheitlich, so wie ich das sehe, es ist immer was Gutes, was man zurückhält. Was ganz Tolles, was Spaß macht. Ne? Okay, also die Kultur des Nicht-Symptom, die Kultur der Nicht-Krankheit. Natürlich, ich forsche auch mit, ich bin immer mit Forscher. Ist nicht so, dass ich jetzt, ich bin trainiert in Forschen, in Erfahrungen sammeln, wo jeder dazu beiträgt, wo jeder da mithilft. Und ja, und heißt nicht, dass ich bin Mitforscher und jeder, der seine Erfahrung teilt, ist für mich, freue ich mich. Ne? Johnny, die Bildschirme hier sind weit. Ich habe 2 Riesenbildschirme, aber die Schrift ist klein. Je mehr man in das Bewusstsein kommt und Botschaften erkennt, beginnt Heilung. Das Universum spricht mit uns und der Körper Signalfunktion. Perfekt, danke. Das heißt, der Körper sagt dir, was für dich in Frage kommt. Ne? So die Natur, die universellen Gesetze, die Stille, Nullpunktfeld, wunderbar. Und dann, was mache ich denn mit meinem Beziehungsthema, mit meinem Essen, Wunsch, mit meinem Arbeitsproblem und so weiter. Ne? Und eben, und das Universum filtriert durch den Körper die Antworten, die für dich heute genau richtig sind. Deswegen nicht warten auf Symptome, Luxus, Lebenskultur, sondern Wesenshygiene. Denn wenn man eine Wut in sich hat, manche sagen, ich habe keine Wut, ich weiß es nicht, aber irgendwie stinkt man nach Wut und die Leute riechen das. Und dann meinen sie das. Oder Hassenergie oder eine negative Energie. Weil egal was wir denken, diese Sachen sind im Körper gespeichert. Es sind leicht zu lesen. Wir haben das wirklich oft in diese Wuttraining, zack, 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 habe ich gesagt, lese mal bitte, hatte ich Sabine gebeten, bei der Person 5 Wut, die im Körper gespeichert sind. Ne? Ah, okay, Wut Nummer 1 ist hier im Hals und das ist der Satz. Und der Kehrsatz, der positive Satz ist das. Wir haben gespielt. Und das hat richtig Spaß gemacht, den Wutsatz auszusprechen, den Kehrsatz auszusprechen und dann still zu sein. So, der Körper gibt genau die Informationen, die für dich heute lösbar, anwendbar sind und die keine Arbeit sind, sondern wo du einfach den Tag oder die Nacht, je nachdem wann du diese Übungen machst, sagst so, jetzt bin ich sauber, ich rieche nicht mehr, naja.
Ich hab jeden Tag ein bisschen an meinem Wesen gearbeitet und gereinigt. Ne? So. Ja, es sind viele Italiener und Spanier oft dabei. Ich bin jetzt, mache viele Sendungen. Saluto gli italiani. Hola a las españoles de Tenerife. Faccio trasmissione in italiano. È también possibile fare in spagnolo, in inglese, in alemán, in italiano, ora in alemán. Ok, ja, habt ihr Fragen? Ich schreibe unten den Link, 8. August, eine Stunde pro Woche. Möchte ich euch einladen an diese Erfahrung, wo du Mit- und Co-Meister bist. Ja, das mitzuentwickeln. Ne? Melde dich und freue mich. Okay, wie gesagt, die Themen des Wissenshygiene oft wichtig sind Worte, die man gesagt hat, die man gedacht hat, Taten, Gedanken, dämonische Wünsche, ich nicht, na, Hass, wenn wir dazu beitragen, dass andere krank werden, das haben wir. Es ist so, auch wenn wir in diesem Leben nichts gemacht haben, melden sich einfach die Sachen. Und der Vorteil ist natürlich, dass du, wenn du das jeden Tag machst oder lernst, jeden Tag zu machen, dass du auf eine Genussschiene kommst. Ne? Okay, wenn man andere Lebewesen geschadet hat, Schuldgefühle, Ängste, Sorgen, negative Gesinnung und oft, wenn man sich selbst schadet, ne? Wenn man sich selbst einfach auch wehtut und. Okay, ciao Katharina. Also, wie gesagt, ich bin ein Mensch der Aktion. Ich lade ein, in dem Moment, wo wir zusammenkommen, das ist über Zoom, den Link, den schreibe ich gleich jetzt danach. Ich kann das jetzt auch, vielleicht kann ich das jetzt gleich schreiben. Ne, mache ich das gleich anschließend. Musste ich den Link finden. Ich freue mich, es sind so wenig Leute, die aktiv sind. Leute, die Meister treffen sich und es wird etwas erschaffen. Ne? Ohne Schule läuft nichts. Bei mir nicht und ich glaube auch bei den anderen nicht. Immer, wenn man allein sein Ding macht, egal wie wichtig man ist, macht man sich immer was vor. Ich auf jeden Fall, du weiß ich nicht. Deswegen, komm in die Schule, weil da ist immer die Wahrheit. Und wir sehen, was wir uns vormachen. Warum ist die Wahrheit? Weil in der Schule, in dieser Forschung, was wir machen, ist jeder Lehrer und Lernender. In dieses Feld, wo alles intuitiv geschieht, findet niemand will sein Ding verkaufen oder irgendwie, gibt's nicht. Ne? Und wenn man sich ein bisschen schummelt, ein bisschen, ne, das kriegen alle mit. Ne? Also ist ein Feld, wo sich vieles entwickeln kann. Es war einmal, wir hatten jetzt einen Kurs, wo ein italienischer Kurs, wo eine Schweizerin, eine italienische Schweizerin dabei war. Und kamen immer neue Leute in den Kurs und die kann jetzt nicht mehr laufen. Ne? Und jeder, der neu gekommen ist, der wusste nichts von ihr, sagte sofort, ach komm, du willst gar nicht. Ne? Ach, egal was du sagst, du willst nicht heilen, du willst nichts verändern.
Also die haben alle genau die Informationen bekommen. Die gleiche Information bekommen. Ne? Okay, deswegen Wesenshygiene ab 8. August. Melde dich, denn es gibt nichts Schöneres, als in der Schule zu sein, in einer Sphäre zu sein, wo je masque, Germa, mein Neffe, Armando, Natagabisch, das ist das Dialekt. Okay. So, ich sehe nicht, dass Wachstum nicht in einer Schule geschieht. Es ist für alle, ob es für Buddha oder Osho, viele sagen, lieber Buddha, wo hast du dein Wissen her? Ja, in der Schule, von den Leuten, die da waren. Ich war oben, aber ist ja egal. Ne? Also, in der Mysterienschule, in der Intuitionsschule, wie ich das nenne, das ist der Ort, wo die Wahrheit ist. Weil es niemand leitet und niemand einen Machttrip daraus macht. Okay, Dankeschön, grazie, ciao. Bis demnächst. Ich möchte vielleicht doch ein kleiner Impuls geben. Viele ist zu heiß. Wenn es dir zu heiß ist, mach deine Kleider nass und ziehe sie nass an. Nimm eine Mütze, mach sie nass und setze sie auf den Kopf. Es wird gleich 5, 7 Grad kühler. Die zweite Sache, wenn es zu heiß ist, mach eine Langsamkeitsmeditation. Du atmest 90% oder viel langsamer, nur 10% Geschwindigkeit, wo, wie. Und dann kannst du auch mit 50 Grad, kommst du auch gut aus. Langsam atmen, sehr, sehr langsam atmen oder laufen oder sprechen. Und ja, und dann funktioniert. Okay, ciao, bis bald. Danke dir, Priya. Ciao. So, Stream stoppen.